Hallihallo und willkommen zu einer Folge hier bei 99:1. Mein Name ist Anton und wir sprechen heute über Taiwan und ja, die Präsidentschaftswahlen, die dort vor kurzem stattgefunden haben, sowie die Rolle Taiwans bei der sich anbahnenden Konfrontation zwischen den USA und China. Und dafür haben wir Ralf Ruckus da. Ja, Ralf Ruckus war schon mal bei 99:1, der Folge 148, The Communist Road to Capitalism. Da hat die mit ihm gesprochen über also den chinesischen kommunistischen Weg zum Kapitalismus. Da erscheint die deutsche Ausgabe auch ja jetzt im März 2024 beim Dietz Verlag. Ja, der komplette Titel, der kommunistische Weg in den Kapitalismus, wie soziale Unruhen und deren Eindämmung die Entwicklung Chinas seit 1949 vorantreiben. Ich habe hier auch ein anderes Buch von ihm bekommen, ein Rezensionsexemplar. Ja, Die Linke in China, eine Einführung, das im Mandelbaum Verlag rauskam, Kritik und Utopie. Und ich freue mich auch, hier da zu haben. Hallo Ralf. Hallo. Weil ich es noch nicht erwähnt habe, er hat auch den Blog gongchao.org gegründet, auf dem auch regelmäßig jede Menge Neuigkeiten zu China, Taiwan etc. herauskommen. Gongchao kommt auf jeden Fall in die Videobeschreibung rein und am besten auch die beiden Artikel, auf deren Basis wir dieses Gespräch hier vorbereitet haben in der WOZ. Ja, die beiden Artikel sind bei der WOZ, der Schweizer Wochenzeitung, erschienen. Und sollten auch beide online verfügbar sein. Wenn noch nicht, dann die brauchen manchmal 4 Wochen, bis sie es frei verfügbar machen. Beginnen wir auch schon direkt mit den Wahlen in Taiwan. Die haben am 13. Januar stattgefunden. Wie sind die denn ausgegangen? Wer hat da gewonnen? Also zunächst mal gab es sowohl Präsidentschaftswahlen als auch Parlamentswahlen. Und die Präsidentschaftswahlen hat Lai Ching-te gewonnen, der bisherige Vizepräsident von der Demokratischen Fortschrittspartei, DPP. Der hat mit 40% gewonnen vor Hou Yo-i von der Nationalen Volkspartei oder KMT. Also beide Parteien werden ja jetzt noch ein paar Mal auftauchen. Der hat 33,5% bekommen und dann noch vor Ke Wen-je von der Taiwanischen Volkspartei, TPP, mit 26,5%. Also alle relativ eng zusammen eigentlich. Gleichzeitig fanden halt die Parlamentswahlen statt. Dort hat die DPP tatsächlich ihre Mehrheit verloren. Und jetzt haben KMT und TPP halt zusammen die Parlamentsmehrheit und können halt auch in Folge jetzt eine größere politische Rolle spielen. Also es wird halt so eine Art geteilte Regierung, Kohabitation nennt man das auch, geben, wo der Präsident halt von einer Partei ist und die Opposition aber die Mehrheit im Parlament hat. Und wie das genau dann aussehen wird, werden wir erst erfahren, wenn Lai eingeführt ist. Also seine Amtseinführung ist erst am 20. Mai. Ja, also es ist interessant. Es haben sich also die parlamentarischen Mehrheitsverhältnisse geändert. Jetzt der neue Präsident, Lai Ching-te, keine Ahnung, ob ich es richtig ausspreche, wahrscheinlich nicht, war ja bereits Vizepräsident in der vorigen Regierung. Es ist also sozusagen die etablierte Partei gewesen, diese Demokratische Fortschrittspartei, DPP. Wofür steht dann der künftige Präsident und diese Fortschrittspartei? Was sind so deren Ankündigungen, Vorhaben und Werte? Also was er genau vorhat, ist unklar. Also es wird wahrscheinlich keine so großen Änderungen geben. Die DPP steht eher für eine Form der Unabhängigkeit Taiwans, im Gegensatz zur KMT, die eher für eine Annäherung an China steht. Aber faktisch wollen im Prinzip beide Parteien den Status quo bewahren, also Taiwan als eigene staatliche Einheit ohne formale Unabhängigkeit, weil so halt zum einen die eigenständige Entwicklung der Insel gesichert werden kann und andererseits eine Eskalation der Auseinandersetzung mit China auch verhindert werden kann. Und der neue Präsident Lai steht schon für eine konservativere Position als seine Parteifreundin und jetzt immer noch Präsidentin Tsai Ing-wen. Allerdings, meiner Meinung nach, wird sich wahrscheinlich nicht viel verändern. Lai wird sich weiter auf eine enge Zusammenarbeit mit der Schutzmacht USA konzentrieren und auch versuchen, den Konflikt
mit China nicht allzu weit eskalieren zu lassen. Auch, da kommen wir vielleicht noch drauf, weil Taiwan und China ja auch wirtschaftlich eng verflochten sind. Ja, du hast jetzt diesen taiwanischen Nationalismus erwähnt. Wodurch zeichnet sich der denn aus? Also zunächst mal, wenn sich der taiwanische Nationalismus gegen die Haltung, dass Taiwan Teil von China sei, was zum Beispiel die KMT bisher vertritt, und er wendet sich auch gegen die Haltung, die zum Beispiel von der Kommunistischen Partei Chinas vertreten wird, dass Taiwan sogar Teil der Volksrepublik China sei. Und das lässt sich eigentlich nur verstehen, wenn man so ein bisschen zurückblickt. Also die KMT, also die Nationalistische Volkspartei, Nationale Volkspartei, die ging hervor aus der Regierungspartei Gesamtchinas vor 1949, hat den Bürgerkrieg gegen die Kommunistische Partei verloren und floh dann mit mehr als 1 Million Leuten, an mehr Angehörigen, Parteivertretern, deren Familien und so weiter nach Taiwan und baute dort ein autoritäres Kolonialregime auf seit 1949, das aber seinen Anspruch auf die Herrschaft über ganz China aufrechterhielt. Und gegen dieses autoritäre Regime entwickelte sich in den 70er und 80er Jahren des letzten Jahrhunderts eine Oppositionsbewegung, aus der auch die Demokratische Volkspartei DPP hervorgegangen ist. Und diese verlangte also sowohl eine Demokratisierung, sie vertrat aber auch mehr und mehr eine nationalistische Position und strebte die Unabhängigkeit, also die formale Unabhängigkeit Taiwans an. Und heute wird dieser nationalistische Anspruch auch immer mehr durch so Herausstellungen angeblich taiwanischer Eigenschaften betont, besondere historische Erfahrungen, kulturelle Ausprägung und so weiter. Da heißt es dann, dass Menschen in Taiwan anders seien als die Festlandschinesen. Und das, obwohl 90% der Einwohnerschaft in Taiwan auf verschiedene Wellen der Einwanderung aus Festlandschina halt zurückgeht. Und im Wahlkampf vor einigen Monaten betonte die DPP halt immer wieder diesen nationalistischen Bezug auf Taiwan und auch auf die taiwanische Volksgemeinschaft. Ja, aber interessant mit der KMT auf jeden Fall, dass die diesen Anspruch auf ganz China hatten. Jetzt ist natürlich in der Geschichte einiges passiert und es gab Mausrevolution, dann gab es die Marktöffnung und so weiter. Wie sind denn deren Positionen heute? Also wie drückt sich diese Tradition vielleicht heute aus oder hat sich da dann was geändert? Weil die sind ja dann doch, die gelten eben nicht als pro-westlich, sondern schon als rhetorisch China näher, obwohl sie eben sozusagen die ganz, ganz alte Machtklicke in China sind. Ja, das ist schon so ein ironischer Punkt. Also die KMT war eben der Gegenspieler der Kommunistischen Partei. Was sie aber verbindet letztendlich mit der KP in China, ist ja, dass sie davon ausgibt, dass es nur ein China gibt. Während der Kolonialherrschaft im Prinzip, also der auch des Ausnahmezustands der Diktatur zwischen Ende der 40er und Ende der 80er Jahre, als die KMT halt unter Chiang Kai-shek an der Macht war, hat sie halt den Anspruch auf ganz China halt aufrechterhalten, wie ich sagte, während China selber ja den Anspruch dann auf Taiwan gestellt hat. Und in den 90er Jahren und danach hat die KMT unterschiedliche Positionen vertreten, aber letztendlich eine der Annäherungen an China, ohne dass sie jetzt, also die, auch die KMT fordert jetzt nicht eine Übernahme durch China oder so. Ne? Im Gegenteil, also gerade in den letzten Jahren müssen die halt aufpassen, weil ein Großteil der Bevölkerung, da kommen wir vielleicht später noch dazu, vor allem der jungen Leute hier will ja keine Übernahme durch China, sondern tatsächlich erstmal den Status quo behalten, was ja im Prinzip eine faktische Eigenständigkeit ist, auch wenn es keine formale Unabhängigkeit darstellt. Ansonsten muss man betonen, dass alle Parteien, die jetzt an der Wahl beteiligt waren und erhebliche Stimmenanteile haben, also die sowohl die DPP als auch die KMT, als auch die Taiwan People's Party, die TPP, das sind alles, wenn man jetzt ja so deutsche Verhältnisse zugrunde legt,
eher so Mitte-Rechtsparteien, die ein neoliberales Programm haben, prokapitalistisch sind. Im Wahlkampf hat sich das schon etwas differenziert. Also die DPP ist halt seit Jahren an der Macht, wurde halt stark kritisiert, auch aufgrund der starken und wachsenden sozialen Ungleichheit zum Beispiel. Das wurde halt angemerkt. Aber letztendlich vertreten alle Parteien eine Mitte-Rechts-Position, wo zum Beispiel die Forderung sozialer Bewegung oder irgendeine deutliche Verbesserung der Bedingungen der Menschen in der Arbeiterklasse oder auch der vielen südostasiatischen Migranten kaum eine Rolle spielen. Und es eigentlich eher um die Vertretung verschiedener Kapitalinteressen ergibt, die sich halt ausdrücken in einer Haltung, die entweder eine weitere Annäherung an China verlangt, also was die KMT tut. Das entspricht halt mehr dem Interesse des Großkapitals, was halt in China produziert im großen Maße, während die DPP eher so das örtliche Kleinkapital, kann man sagen, oder das in Taiwan weiter ansässige Kapital vertritt und deren Interessen. Ja, gibt es ansonsten noch wichtige Details über den Ablauf des Wahlkampfs oder denkst du, das war so das Wesentliche schon? Ja, also der Wahlkampf, hier sind die Wahlen sehr, sehr personenbezogen, also da wird auch viel mit Dreck geworfen und es geht dann darum, welcher Dreck bleibt hängen. Es gab Korruptionsvorwürfe, es gab dann immer natürlich Vorwürfe der Nähe zur Volksrepublik, also solche Punkte. Das ist aber jetzt nicht nur in dieser Wahl so gewesen, das war auch in vorherigen Wahlen schon so. Interessant ist vielleicht noch der Punkt, dass tatsächlich Ho von der KMT die Wahl hätte gewinnen können, wenn es ein Bündnis gegeben hätte mit der TPP unter Kerr. Also das war tatsächlich im Gespräch. Die haben sich dann aber öffentlich... Das war's von der Partei, Die taiwanische Volkspartei, also die sind relativ neu. Kuo Wen-jae ist der ehemalige Bürgermeister von Taipei, der schon eine Figur, die länger auch eine Rolle spielt in der taiwanischen Politik, der aber erst in dieser Wahl halt tatsächlich auch als mächtiger Widersacher der TPP und von Lai auftauchte. Es gab aber im Herbst tatsächlich Verhandlungen über eine mögliche Allianz von KMT und TPP. Das heißt, wäre die zustande gekommen, hätten die wahrscheinlich gewonnen und Lai hätte verloren. Aber da sie sich öffentlich zerstritten haben im November, war dann Ende 2023 eigentlich schon klar, dass die DPP und Lai die Präsidentschaftswahlen gewinnen werden. Okay, dann ja, können wir inhaltlich auch schon ein bisschen fortfahren zum nächsten Block, nämlich den jüngeren Entwicklungen. Was waren denn die internationalen Reaktionen auf die Ergebnisse der Präsidentschaftswahlen? Also interessant natürlich erstmal die Reaktion aus Peking, also der chinesischen Regierung. Die hat eigentlich relativ wenig gemacht. Sie hat lediglich betont, dass die Wahl Lais eigentlich also nichts an der Tatsache ändere, dass Taiwan zu China gehöre und es eine Wiedervereinigung, wie sie das nennt, ergeben werde. Es hat auch erneut Patrouillenflüge der chinesischen Luftwaffe über Taiwan oder in Richtung Taiwan, gegeben, aber das ist inzwischen eigentlich Normalität, dass es solche Manöver und solche Flüge gibt. Insgesamt war die Reaktion eher verhalten und das könnte sich aber natürlich ändern, weil Lai, wie ich schon sagte, erst am 20. Mai tatsächlich Präsident wird und möglicherweise gibt es dann noch eine größere Reaktion von chinesischer Seite. Die US-amerikanische Regierung hat die Wahl begrüßt. Für die amerikanische Regierung steht die DPP natürlich dafür, den Status quo zu erhalten und die USA halt als Schutzmacht im Boot zu behalten und der Einfluss der Regierung Biden auf die Politik in Taiwan oder der taiwanischen Regierung wird unter Lai sicherlich größer sein, als sie unter einem KMT-Präsidenten gewesen wäre. Insofern hat die US-Regierung die Wahl begrüßt. Okay.
Letztes Jahr war es ja groß in den Schlagzeilen, als verschiedene US-Außenpolitiker, unter anderem die Sprecherin des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi oder der republikanische Außenpolitiker, ich glaube auch Senator John McCain, der alte Vietnamkriegsheld, als die in Taiwan waren und dort so ein bisschen die amerikanischen Machtansprüche abgesteckt haben. Wie ist dieser Besuch denn damals abgelaufen und zu welchen Reaktionen hat das in China geführt? Also ich glaube, entscheidend ist eher der Besuch von Nancy Pelosi vor zwei, knapp anderthalb Jahren, der dazu geführt hat, dass, und das ist halt tatsächlich eine Veränderung gewesen, der dazu geführt hat, dass China größere Militärmanöver abgehalten hat, um die Insel Taiwan herum. Aber ich glaube, interessant ist eigentlich sind eher die Aussagen von Joe Biden. Also die eigentliche Veränderung kommt eigentlich von der Seite von Joe Biden. Pelosi ist ja jetzt auch nicht mehr Sprecherin, also spielt jetzt keine Rolle mehr. Die USA vertreten halt seit Ende der 70er Jahre eine Position, die sie selbst als Strategic Ambiguity, also strategische Uneindeutigkeit übersetzt, bezeichnet. Und das heißt, sie lässt halt offen, ob sie im Fall eines militärischen Angriffs auf Taiwan durch Streitkräfte Chinas dann tatsächlich auf Seiten Taiwans eingreifen würde. Also auf der einen Seite sagt die US-Regierung gegenüber der Volksrepublik China, wir erkennen an, dass es nur ein China gibt und dass das halt die Volksrepublik ist. Auf der anderen Seite sichert sie halt seit Ende der 70er Jahre Taiwan zu, Waffen zu liefern und hält sich offen, im Falle eines Krieges auf Seiten Taiwans einzugreifen. Und Joe Biden hat aber, seit er Präsident ist, also 2021, mehrfach öffentlich betont, also auf die Frage hin, ob US-Streitkräfte eingreifen würden, wenn China angreift. Er hat das bejaht. Und das wäre tatsächlich eine Aufgabe dieser Strategic Ambiguity und auch ein offener Affront gegenüber der chinesischen Regierung. Und nach den Äußerungen Bidens haben auch jeweils dann Sprecherinnen des Weißen Hauses und des Außenministeriums in Washington deutlich gemacht, nein, das ist keine Aufgabe dieser Ein-China-Politik, ist keine Aufgabe der bisherigen Politik. Aber wenn man sich anguckt, dass Biden das halt wiederholt, immer wieder gesagt hat quasi, auch über Monate hinweg, dann kann man eigentlich davon ausgehen, dass ihm das nicht einfach rausrutscht, sondern dass das schon ein Kalkül ist und dass es der US-Regierung halt geht, den Konflikt um Taiwan für eine Eindämmung Chinas zu nutzen und eben für ein Zurückdrängen des Einflusses Chinas in Asien und darüber hinaus. Ja, ich meine, Länder wie Taiwan sind da natürlich so zwischen Eigenständigkeit und vor China und Schutzmacht der USA so zwischen den Fronten der verschiedenen Machtansprüche. Das ist natürlich ziemlich, ziemlich schwierig. Und jetzt gibt es ja die neue Regierung ab in zwei Monaten, die nicht mal eine parlamentarische Mehrheit hat. Das heißt vielleicht, ich weiß nicht, wie ist das, wie handlungsfähig werden die sein, wie klar, also das ist jetzt ziemlich spekulativ, wie schätzt du das ein? Könnte das chaotisch werden, innenpolitisch, also dass die taiwanesische Außenpolitik, einfach weil sie dann parlamentarisch keine Mehrheit hat, oder ist das politische System so, dass die Exekutive da einen großen Handlungsspielraum hat? Also die Exekutive, also die Präsidentschaft ist erstmal schon, hat schon die dominante Position, also die bestimmt auch, also der Präsident wird halt eine Regierung bilden, also einen Premierminister bestimmen oder Premierministerin und dann eine Regierung und das Parlament kann schon, ne, die Regierung, also theoretisch könnten sie die Regierung stürzen oder einzelne Kabinettsmitglieder. Das ist aber so eigentlich noch nicht passiert. Also erwartet wird eher, dass die KMT und die DPP, also quasi die Opposition im Parlament, versuchen wird, Einfluss zu nehmen auf Gesetzgebung. Und da wird es eher zu Verhandlungen kommen.
Wie ich schon vorhin sagte, also die Parteien haben zwar unterschiedliche Positionen, was die Haltung zu China angeht. Die TPP steht so ein bisschen dazwischen. Also ist jetzt nicht so eindeutig für Unabhängigkeit oder für eine Annäherung an China. Die werden das halt benutzen. Also auch die KMT werden halt ihre Oppositionsmehrheit im Parlament benutzen, um dann im Einzelnen die Politik der Regierung zu beeinflussen über Verhandlungen. Ich glaube nicht, dass es zu Chaos kommt, weil letztendlich die Einigkeit über die Stärkung der taiwanischen Wirtschaft, die Aufrechterhaltung der engen Handelsbeziehungen und Wirtschaftsbeziehungen mit der Volksrepublik China, das steht ja gar nicht zur Disposition. Da sind sie sich einig und sind sich auch einig eigentlich in Sozialpolitik und Klassenpolitik, die sehr stark kapitalistisch natürlich ausgerichtet ist auf die Ausbeutung der einheimischen Arbeitskräfte und der vielen migrantischen Arbeitskräfte hier. Also da erwarte ich jetzt keine größeren Auseinandersetzungen. Was sich ändern könnte in dem Fall, wenn sich an den Rahmenbedingungen was ändert, ne? Also wenn das hast du ja eben schon betont, also diese Taiwan ist natürlich dann in irgendeiner Weise Spielball auch dieser geopolitischen Auseinandersetzung und hat halt im Prinzip das auch nicht im Griff. Also wenn jetzt der Seite der USA ist ja vollkommen unklar, was da nach den Wahlen im November, den Präsidentschaftswahlen in den USA passiert. Also wie die neue Regierung quasi agiert, wenn es eine, zum Beispiel eine Trump-Regierung gibt, möglicherweise gibt es auch größere Änderungen. Möglicherweise nicht, wissen wir nicht. Auch von Chinas Seite wissen wir das nicht genau, was da weiter passieren wird. Ja, dann der nächste Punkt. Also Joe Biden hat sozusagen recht mit einem Doppeldiskurs, könnte man sagen, so öffnet er so durch die Hintertür einen Umschwenk, einen Strategiewandel in dieser Strategic Ambiguity, also was jetzt die Zwei-China-Politik betrifft. Wie hat denn China darauf reagiert zuletzt? Und wie verhält sich China jetzt gerade gegenüber eben Taiwan? Also erstmal, was Taiwan betrifft, im Prinzip kann man jetzt nicht viel sagen, weil es hat halt diese Eskalation, also diese großen Manöver gegeben, auch mehrfach seit dem Pelosi-Besuch. Vor 2 Jahren oder 1,5 Jahren etwa. Immer wenn es um Taiwan geht, jetzt in öffentlichen Statements von der chinesischen Regierung ist klar, sie bestehen halt auf dem Anspruch, sie gehen davon aus, dass es eine Wiedervereinigung gibt, zur Not wird die mit militärischen Mitteln stattfinden. Was man jetzt in Beziehung zur USA beobachten kann, ist, dass schon seit 1-2 Jahren eigentlich so langsam der Ton im Prinzip milder geworden ist, nicht so konfrontativ wie noch davor, wie auch noch am Anfang der Amtszeit von Biden 2021. Das war vor allem auch vor und nach den Gesprächen von Xi Jinping, also dem Präsidenten Xi Jinping und Joe Biden beim APEC-Treffen im November in San Francisco zu sehen. Und das mag zum einen daran liegen, dass China halt zuletzt recht schlechte Wirtschaftsdaten hatte. Gibt eine Krise im Immobiliensektor, es gibt eine Verschuldungskrise der Kommunen in China und viele andere Probleme. Und es hat auch den erhofften wirtschaftlichen Aufschwung nach dem Ende der Pandemie in China so nicht gegeben. Und zum anderen muss man immer wieder betonen, dass die chinesische Wirtschaft halt eng verbunden ist mit der Weltwirtschaft und auch mit der Ökonomie der USA und auch weiterhin abhängig ist von ausländischen Investitionen. Und jede Zuspitzung des Konfliktes mit den USA oder anderen Ländern in den letzten 10 Jahren fügt der chinesischen Wirtschaft letztendlich auch Schaden zu. Also muss man im Kopf haben. Also es wurde lange von Decoupling geredet von beiden Seiten und letztendlich würde das aber heißen, dass eine weitere Vertiefung der Wirtschaftskrisen, die es halt gibt. Ich vermute dass also die Haltung jetzt der chinesischen Regierung erstmal so eine vorübergehende ist, also eine taktische im Prinzip. Sie will praktisch mit den ökonomischen Problemen umgehen, sie aussetzen oder lösen. Dafür braucht es Zeit.
Aber andererseits sieht man das sowohl von Seiten der USA als auch von Seiten Chinas, wird halt weiter an eine Koalition mit anderen Ländern, Allianzen gebastelt, China mit Russland, Ländern des globalen Südens, die USA mit, ne, versucht halt über mit Indien, Japan, Australien, hat sie die Militärbündnis. Also es gibt verschiedene Versuche auch der USA militärisch in der Region aufzurüsten. Und insofern denke ich auch, dass die Haltung der chinesischen Regierung sich nicht verändert hat, sondern dass es eher so eine vorübergehende taktische Zurückhaltung ist, die auch sich wieder ändern kann, abhängig von der Lage, der Weltlage. Ja, lass uns mal ein bisschen in die Vergangenheit blicken, was jetzt die amerikanische Taiwan-Politik angeht. Was war denn die historische Rolle Taiwans zur Eindämmung des realsozialistischen Chinas? Ja, das geht oft in der aktuellen öffentlichen Debatte geht das oft unter, wie quasi diese Konfrontation an und über Taiwan, wie sich die entwickelt hat. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Taiwan tatsächlich, und insbesondere nach dem Koreakrieg im Anschluss an den Anfang der 50er, war Taiwan tatsächlich Teil der sogenannten ersten Inselkette vom Norden oberhalb Japans bis in den Süden unterhalb von Philippinen. Entlang dieser Inselkette hat die US-Armee halt verschiedene Militärbasen aufgebaut. Wie du schon sagtest, zur Eindämmung letztendlich des Kommunismus, wie es damals hieß, und zur Verhinderung der weiteren Ausdehnung des Einflussgebietes, vor allem auch der Sowjetunion und Chinas. Und die damaligen US-Regierungen folgten da der sogenannten Domino-Theorie, die übrigens auch in Europa natürlich eine Rolle spielte, und sie wollten halt weitere Niederlagen US-freundlicher Regierungen in der Region verhindern. Ich hatte schon erwähnt, Taiwan war damals Diktatur unter der KMT und Chiang Kai-shek und gehörte insofern auch dann zu den Frontstaaten gegen den Kommunismus, wie es damals hieß. Auch auf Taiwan wurden ab 1954 amerikanische Soldaten, Kriegsschiffe, Flugzeuge, Raketen stationiert. Damit wollte die USA halt auch einen Angriff Chinas auf, also der Volksrepublik China auf Taiwan vorbeugen. Ja, und wie hat sich das dann geändert mit Nixons neuer China-Politik? Ja, da zeigt sich halt, das war Anfang der 70er Jahre, da zeigt sich halt, dass Taiwans Schicksal halt eng mit diesen weltpolitischen Verschiebungen verbunden geblieben ist. Nach dem Bruch Chinas mit der Sowjetunion Anfang der 60er Jahre spitzte sich halt die Auseinandersetzung zwischen Volksrepublik China und Sowjetunion, also quasi der alten sozialistischen Bruderstaaten, weiter zu. Bis Ende der 60er Jahre und die US-Regierung unter Richard Nixon eh unter Druck auch durch die sich anbahnende Niederlage des Vietnamkriegs wollte die Lage ausnutzen und suchte Anfang der 70er Jahre halt eine Annäherung an die Volksrepublik China, damals noch unter Mao Zedong. Und bis Ende der, also dann gab es halt einen berühmten Besuch von Nixon, erst von Kissinger und Nixon in China Anfang der 70er Jahre. Zum Teil dann Anfänge der wirtschaftlichen Zusammenarbeit. Und bis Ende der 1970er Jahre sicherten die USA dann der Volksrepublik in mehreren gemeinsamen Kommuniqués nach solchen Treffen zu, dass sie die Ein-China-Politik der Volksrepublik anerkenne. Und 1979 ist eigentlich das entscheidende Datum, nahmen die USA dann diplomatische Beziehungen mit der Volksrepublik China auf und haben die mit Taiwan beendet. Also das war halt klar, das ist ja bis heute so, dass Staaten entweder mit der Volksrepublik oder mit Taiwan diplomatische Beziehungen unterhalten können. Und auch die US-Truppen, also diese Militärbasen wurden geschlossen auf Taiwan, die US-Truppen zogen dann 1979 vollständig auch von der Insel ab.
Und die damalige US-Regierung unter Jimmy Carter, dieser Regierung war halt im Prinzip wichtiger in der geopolitischen Auseinandersetzung mit der Sowjetunion, da Punkte zu sammeln und also wichtiger als irgendwie der Status Taiwans oder die Beziehung zu Taiwan. Ja, jetzt hat sich seitdem natürlich China wirtschaftlich rasant entwickelt. Ein ehemals kolonialisiertes Land ist jetzt zu einer riesigen Wirtschaftsmacht geworden, produziert jede Menge Industriegüter für die ganze Welt. Wie hat sich diese wirtschaftliche Entwicklung Chinas eben auf Taiwan ausgewirkt? Also erst in den 90er Jahren eigentlich spielt sich das ja ab. Ne? Also die Entwicklung Chinas zur Fabrik der Welt, zum Zentrum der Konsumgüterproduktion, die fängt eigentlich erst in den 90er Jahren an und hat sich dann nochmal in den 2000er Jahren deutlich beschleunigt und war halt verbunden mit einer Verflechtung der chinesischen und der US-amerikanischen Ökonomie. Also wir reden ja jetzt über die, natürlich gab es auch eine Verflechtung mit europäischen Ökonomien in der Zeit und insbesondere auch der deutschen Ökonomie mit großen Investitionen auch vieler deutschen Unternehmen. Was wichtig ist, dass in den 90er Jahren tatsächlich die herrschenden Klassen in Europa wie auch in der USA tatsächlich glaubten, dass der wirtschaftliche Aufstieg Chinas und die wirtschaftliche Öffnung verbunden sein wird mit einer Demokratisierung. Also damals war noch nicht absehbar, das wurde zumindest von den herrschenden Klassen nicht erwartet, dass China sich tatsächlich, also die KP in dieser Form an der Macht halten kann und im Prinzip auch ja zum Kern der chinesischen herrschenden kapitalistischen Klasse werden könnte, was dann ja passiert ist. Interessant ist, dass auch Taiwans ökonomische Entwicklung sehr eng mit dem Aufstieg Chinas verbunden ist. Taiwan war ja vorher, also ab den 60er Jahren, eins der vier asiatischen Tigerstaaten, also die im Prinzip das, was mit China passiert ist, später vorweggenommen haben, also Ausdehnung der Aufbau der Konsumgüterindustrie, Auftragsproduktion für Unternehmen aus Japan, aus den USA, aus Europa, also eine rasante Industrialisierung Taiwans. Und in den 1990er Jahren hat es dann eine Abwanderung gegeben. Also die großen taiwanischen Unternehmen sind alle nach China gezogen. Also haben da halt von den niedrigeren Löhnen profitiert. Und es ist halt heute so, dass mehr als 1 Million Leute aus Taiwan in der Volksrepublik auch sind, also wohnen, bei einer Bevölkerung von knapp 24 Millionen, eine bedeutende Zahl. Und das liegt halt hauptsächlich daran, an dieser wirtschaftlichen Verquickung und der Verflechtung und den großen Investitionen taiwanischer Unternehmen in China. Also die größte oder bekannteste, würde ich sagen, ist Foxconn. Wen das interessiert, ich habe mal vor ein paar Jahren bei Mandelbaum auch ein Buch zu Foxconn rausgebracht und Foxconn-Fabriken in China. iSlaves heißt das Buch. Und Foxconn ist halt einer der taiwanesischen Unternehmen, die halt in großem Maßstab in China produzieren. Ja, zur amerikanischen Außenpolitik machen wir doch damit weiter, weil die einfach seit dem Fall der Berliner Mauer unabdingbar ist für das Weltgeschehen. Wie sah denn die Strategie unter Barack Obama aus? Wie haben die sich China gegenüber positioniert und was für Folgen hatte das für Taiwan? Ja, ich glaube, entscheidend ist erstmal hier, es ist eigentlich nicht so sehr Obamas Wahl 2008, sondern eher die weltweite Wirtschaftskrise 2007, 2008, also in derselben Zeit natürlich. Weil ich glaube, dass sich da hat sich was verändert, also auch in der Wahrnehmung, sowohl von Seiten der herrschenden Klasse in den USA als auch die Wahrnehmung der KP in China, weil es wurde halt deutlich, dass wie wichtig China für die Weltwirtschaft geworden war.
China ist auch seit den 2000er Jahren ja nicht mehr nur Konsumgüterproduzent, sondern produziert halt auch Hightech-Produkte. Also da hat sich auch was verändert. Also China ist halt nicht mehr der Auftragsproduzent wie in den 90er Jahren für die Weltwirtschaft, sondern halt auch ein eigenständiges kapitalistisches Land, was eine wichtige ökonomische Rolle spielt weltweit. 2010 hat China Japan überholt als zweitgrößte Ökonomie der Welt. Und seit dieser Zeit ist auch China für einen großen Teil der Staaten der Welt zum wichtigsten Handelspartner geworden, übrigens auch von Taiwan. Und in den 2010er Jahren, daraus natürlich auf dieser Grundlage, ist China letztendlich zum Herausforderer der US-Ökonomie, der US-Hegemonie im globalen Staatensystem geworden. Das hat insbesondere dann die neue KP-Führung unter Xi Jinping ab 2012 ja auch dann deutlich gemacht und entsprechende Ansprüche auf eine größere geopolitische Rolle gestellt. Und ich denke, so kann man verstehen, dass unter Obama ab 2008 dann die US-Regierung zumindest vorhatte, ihren Fokus, ihr weltweites Engagement halt eher auch in China zu sehen und den Blick auf China und Ostasien zu richten, weil dort halt eben so ein Herausforderer herangewachsen war. Ob das dann so passiert ist oder nicht, also die USA ist natürlich auch weiter im Mittleren Osten aktiv. Wir haben auch jetzt die Krise in der Ukraine, in Israel, Palästina. Also die USA als Weltmacht ist natürlich an allen diesen Brennpunkten weiter in der entscheidenden Rolle oder hat eine entscheidende Rolle. Aber zumindest hatten sie vor, unter Obama sich mehr um Ostasien zu kümmern. Und unter Trump, muss man sagen, hat sich das dann eigentlich erst manifestiert. Also unter Obama wurden diese Pläne gemacht, unter Trump gab es dann eine größere Konfrontation, den sogenannten Handelskrieg ab 2018, als die USA halt Zölle auf aus China importierte Waren erhob, China dann quasi im Gegenzug dann auch die Zölle von amerikanischen Waren erhöht hat. Und insofern hat es dann halt im Prinzip erst diese härtere Konfrontation gegeben. Und unter Joe Biden, um das fortzusetzen, hat diese neue Eindämmungspolitik eigentlich eine Fortsetzung gefunden. Also Biden hat nicht diese Handelskriegsmaßnahmen nicht zurückgenommen oder so, sondern er hat eher diese am Anfang zumindest ab 2021 auch auf eine Konfrontation gesetzt und die US-Regierung hat sich auch bemüht, in den letzten Jahren, ich habe es schon angedeutet, militärische Allianzen zu stärken oder auszubauen, Militärbasen zu erweitern. Das kann man in den Philippinen zum Beispiel sehen. Und natürlich hat sie auch jetzt wieder verstärkt versucht, Taiwan zu unterstützen. Die Waffenbelieferungen am Taiwan haben zugenommen. Es gibt auch wieder militärische Ausbilder der US-Armee in Taiwan. Insofern, Taiwan steht halt wieder im Mittelpunkt. Ja, sehr interessant. Also das zeigt sich ja dann auch immer in diesen verschiedenen Meldungen von irgendwelchen Spitzenpolitikern in Washington und Peking, wie die da ihre Machtansprüche abstecken. Und hinter den Kulissen geht es dann viel um die Wirtschaft oder Militärbündnisse. Auf jeden Fall wichtig. Dann weiter mit Taiwan. Wie haben die sich denn positioniert? Es gab 2016 ja die Wahl von Tsai Ing-wen. Was wurde da so verlautet und gemacht? Ja, ich würde gerne, also bevor wir auf Tsai Ing-wen schauen, lass uns vielleicht kurz über Ma Ying-jeou reden, also den vorherigen Präsidenten von der KMT, weil ich, das wird, wir haben mal so ein kurzes Gedächtnis immer in so linken Debatten. Insofern fällt das halt schon wieder völlig runter, dass diese Konfrontation ja relativ jüngeren Datums ist. Also unter die KMT war in der Macht zwischen 2008 und 2016. Unter dem Präsidenten Ma
Und in der Zeit kam es tatsächlich zu einer Annäherung der Regierung in Beijing und in Taipei. Und die haben zum Beispiel Abkommen abgeschlossen zur Vertiefung der wirtschaftlichen Beziehungen. Es gab auch einen Massentourismus von chinesischen Touristen in Taiwan und so weiter. Also es hat da tatsächlich so eine Art Öffnung und Annäherung gegeben. Und genau gegen diese Öffnung und die weitere Öffnung vor allem der taiwanischen Wirtschaft für chinesische Unternehmen, die ja, wie gesagt, auch immer eine größere Rolle gespielt haben nach dem Aufstieg, dem wirtschaftlichen Aufstieg Chinas, formierte sich dann 2014 die sogenannte Sonnenblumenbewegung in Taiwan. Und hinterher vor allem junge Leute stehen. Also der eigentliche, der Ausgangspunkt war der Einfluss, der größere Einfluss chinesischer Unternehmen in Taiwan. Und diese Bewegung hat breiten Zulauf gehabt in Taiwan. Die haben das Parlament eine Zeit lang besetzt, viel Unterstützung bekommen, auch aus anderen Kreisen, also nicht nur jüngeren Leuten, sondern auch anderen gesellschaftlichen Gruppen. Und das hat dazu beigetragen, dass Tsai Ing-wen von der DPP dann 2016 die Präsidentschaftswahlen gewonnen hat. Und das hatten wir vorhin schon diskutiert, die DPP steht halt eher für die Unabhängigkeit Taiwans oder so eine Eigenständigkeit, eigenständige Politik. Und danach, also mit ihrer Wahl, haben sich dann Beziehungen zwischen Taiwan und China deutlich verschlechtert. Also der Dialog zwischen den Regierungen, den es vorher gab, wurde halt von chinesischer Seite eingestellt. Und die Regierung Tsai hat auch dann vermehrt auf die Unterstützung der USA gesetzt und anderer verbündeter Länder, während die chinesische Regierung unter Xi Jinping hat seitdem versucht oder verstärkt versucht, Taiwan weltweit zu isolieren. Und das fiel halt zusammen, und ich glaube, das ist hier entscheidend, das fiel halt zusammen mit der Zuspitzung des Konflikts zwischen den USA und China, die wir eben schon diskutiert haben. Und deswegen, also es gab sowohl der Zuspitzung als auch der innenpolitischen Auseinandersetzung in Taiwan, als auch eben die diese Zuspitzung in der geopolitischen Auseinandersetzung zwischen den USA und China, mit Taiwan dann quasi in der Mitte. Oder als Spielball wird das auch oft beschrieben. Also könnte man sagen, dass die Sonnenblumenbewegung ja sozusagen der Kuomintang, also dieser KMT, ja so ein Ende gesetzt hat. Also die haben dann sozusagen die Unzufriedenheit mit der Annäherung an China ausgedrückt und kurz danach haben die auch die Wahlen verloren. Ja, die Sonnenbewegung. Ein bisschen gefressen oder wie? Was waren denn genau, die wichtigsten Forderungen von denen? Also, was für einen Charakter hatte diese Bewegung? Also, die entscheidende Forderung war, die Ma-Regierung hatte halt vor, ein Abkommen mit der Volksrepublik China zu schließen, das chinesische Dienstleistungsunternehmen auch in Taiwan ökonomisch aktiv werden können. Dagegen ist im Prinzip diese Bewegung entstanden, die befürchtet hat, dass das chinesische Unternehmen in Taiwan deutlich eingreifen können, auch in innenpolitische Auseinandersetzungen. Serviceunternehmen oder Dienstleistungsunternehmen hätte halt auch geheißen, möglicherweise Medien und so weiter. Und die Bewegung war im Prinzip gegen diesen Einfluss des kann man durchaus sehen als eine ähnliche Bewegung mit einer ähnlichen Stoßrichtung wie die Regenschirmbewegung in Hongkong also im selben Jahr 2014 und auch die Bewegung gegen das Auslieferungsgesetz in Hongkong 2019. Also es ist quasi so ein durchaus auch jetzt aus linker Perspektive durchaus auch fragwürdige Stoßrichtungen dieser Bewegung oder Motivation, weil die Bewegung auf eine Eigenständigkeit oder Selbstbestimmung pochen, das kann man ja durchaus unterstützen, aber sie haben es halt oft mit einer nationalistischen Argumentation gemacht und auch einer, die letztendlich die Unterschiede zwischen
ne, zwischen den Menschen, also auch den Arbeiterinnen aus diesen Ländern, sind jeweils den beiden Ländern, also Taiwan, China oder Hongkong, China, dann betonen und zum Teil auch rassistische Elemente, zumindest was Hongkong angeht, dann enthalten haben. Und deswegen das jährt sich jetzt, ne, 10 Jahre Sonnenblumenbewegung. Es gibt halt in Taiwan jetzt auch so Diskussionen darüber, natürlich über was ist da aus dieser Bewegung geworden. Es ist interessant festzuhalten, dass viele der Aktivistinnen dieser Bewegung später dann auch, ne, haben eigene Parteien gegründet oder sind letztendlich auch oft entweder in die DPP gegangen oder in die KMT. Also die Sonnenbewegung, Blumenbewegung hat eigentlich keine eigenständige politische Kraft hinterlassen, sondern viele von den Aktivistinnen, also obwohl Leute das versucht haben, sondern letztendlich sind sie aufgefressen worden von den bestehenden politischen Kräften, was auch natürlich an den Ambitionen dieser, den politischen eigenen Ambitionen, persönlichen Ambitionen der Aktivistinnen dann liegt, die halt dann lieber auf eine politische Karriere setzen, als jetzt als weiterhin eine Bewegung von unten aufzubauen oder an solchen Auseinandersetzungen beteiligt zu sein oder die halt irgendwie zu unterstützen. Aber wie du sagst, die Sonnenblumenbewegung ist entscheidend für den Sturz der Ma-Regierung und für den Sieg in den Präsidentschaftswahlen der DPP unter Tsai 2016. Und interessanterweise ist ja die Hongkong-Bewegung 2019 und die Unterdrückung der Bewegung entscheidend für den zweiten Sieg Tsais in den Präsidentschaftswahlen 2020. Also ohne Hongkong und ohne die Unterdrückung durch China hätte es auch da schon einen Wechsel oder hätte es da einen Wechsel geben können. Insofern hat Tsai im Prinzip zweimal profitiert von starken Bewegungen gegen den Einfluss oder die Einflussnahme der Kommunistischen Partei Chinas. Also da haben dann viele Taiwanesen gemeint, als die Hongkong-Proteste niedergeschlagen wurden, als es dieses Auslieferungsabkommen geben sollte, schaut her, hier, da zeigt China sein wahres Gesicht. Die würden uns, wenn es hart auf hart kommt, genauso unterdrücken. Also das war dann so eine Art Projektionsfläche und hat dann so den Anlass gegeben für dieses taiwanesische Nationalgefühl. Wir brauchen ja eigentlich so aufgepasst. So in ja, kann man so sehen. Als Hongkong übergeben wurde, ne, Hongkong war bis 1997 britische Kolonie, ist dann halt an China übergeben worden nach einem Abkommen von 82 und von Thatcher, Regierung Thatcher mit der chinesischen Regierung. Und damals hat die Volksrepublik China ja gesagt, es gibt ein Land, zwei Systeme. Das war halt quasi das Motto, Hongkong kann halt eigenständig bleiben, ein eigenes System haben. Es gab dann eingeschränkte Wahlen, also die waren nie jetzt irgendwie in einem westlich-demokratischen Sinne organisiert, aber es gab halt Wahlen und Wahlkämpfe und auch China-kritische Stimmen und Vertreterinnen, die da eine Rolle spielten. Und was es vor allem gab in Hongkong, war ja eine Möglichkeit auch von linken oppositionellen Gruppen, von Gruppen auch, die in China aktiv sind, sich dort zu organisieren und zu diskutieren und so weiter. Und im Prinzip ist mit dieser Niederschlagung des Aufstands in Hongkong 2019, 20 und dann mit dem nationalen Sicherheitsgesetz in Hongkong ist im Prinzip dieses System, also ein Land, zwei Systeme, dieses Versprechen ist im Prinzip obsolet gewesen. Und wie du sagst, ne, danach hat in Taiwan auch linke Leute, wenn ich mit denen rede, ne, seitdem ist halt für die klar, wenn es jetzt zu einer Übernahme Taiwans durch die chinesische Regierung kommen würde, dann wäre das ein neues Kolonialsystem. Dann würden soziale Bewegungen von unten, auch linke Zusammenhänge, ähnliche Probleme haben, ähnlich unterdrückt werden wie in China. Also insofern
Wir müssen das, glaube ich, immer auch von linker Perspektive aus kritisch sehen, was da passiert. Auch der taiwanische Nationalismus, den wir vorhin schon angesprochen haben. Auf der anderen Seite müssen wir halt sehen, dass in Taiwan im Prinzip niemand, also bis auf kleine, bis auf Teile der herrschenden Klasse, der kapitalistischen Klasse, die enge Verbindung mit China haben, ökonomische Verbindung, und mit einer Minderheit in der Bevölkerung will ansonsten niemand diese Übernahme. Okay. Ja, dann zurück zur Wirtschaft. Es ist ja häufig gerade so in Wirtschaftsteilen von Zeitungen die Rede von der Halbleiterindustrie in Taiwan. Welche Rolle oder Bedeutung kommt denn dieser Halbleiterindustrie in diesem Konflikt zu? Ja, eine sehr große. Was interessant ist, dass das eine relativ neue Entwicklung ist. Also 1990 hat Taiwan noch keine Halbleiter produziert und der Großteil der Halbleiterproduktion damals war noch in den USA und in Europa. Aber in den letzten 20 Jahren hat sich Taiwan halt nach und nach zum wichtigsten Auftragshersteller für Halbleiter und Chips entwickelt. Also nochmal zum Hintergrund, also Halbleiter werden ja gebraucht für die Produktion aller elektronischen Geräte im Prinzip. Es gibt aber sehr unterschiedliche Halbleiter. Qualitäten und auch der Einsatz ist unterschiedlich. Besonders schnelle Halbleiter angeht und vor allem die modernsten Halbleiter ist Taiwan halt führend, und das ist vor allem mit einer Firma verbunden, der TSMC, der Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, oder Taijian in auf Chinesisch. Und die ist tatsächlich erst 1987 mit staatlicher Hilfe gegründet worden, produziert aber heute 50% der schnellen Halbleiter und mehr als 90% der modernsten und schnellsten Halbleiter der Welt. Und diese werden halt sowohl in modernen Telekommunikationsgeräten gebraucht, aber zum Beispiel auch in der Rüstungsindustrie. Und was vor allem wichtig ist, sie werden überall gebraucht. Also sie werden auch taiwanische Halbleiter werden auch in China gebraucht und auch in den USA und auch in anderen Teilen der Welt. TSMC selbst produziert 90% der Halbleiter in Taiwan selber. Also die haben auch Fabriken in anderen Ländern. Aber 90% der Produktion und vor allem die der schnellsten, der neuesten Generation sind halt in Taiwan. Das heißt, eine kriegerische Auseinandersetzung um die Insel oder auf der Insel gar würde weltweit zu erheblichen wirtschaftlichen Schäden führen. Und das ist, während der Pandemie gab es ja zum Teil diese Transport- und Logistikprobleme, jetzt nicht nur bei Halbleitern, auch bei anderen Sachen. Das hatte mit Lockdowns in China und anderen Faktoren zu tun. Und da hat man schon gesehen, dass wenn bestimmte Halbleiter nicht produziert werden, dann können halt auch zum Teil dann Autos in Deutschland nicht mehr fertiggestellt werden. Das wäre halt in so einem Fall von einem Krieg natürlich wär der Einfluss, wären die Auswirkungen deutlich größer. Und in Taiwan ist halt, also TSMC, das ist sowas wie das Kronjuwel, oder die Sicherheitsgarantie, das wichtigste Element zur Abschreckung eines Angriffs aus China. So wird die Firma hier gesehen, in Taiwan gesehen. Und es geht nicht nur um diese Firma, aber hauptsächlich. Ja, interessant. Ich frage mich da immer so, inwiefern sind die jetzt wirklich so der Sicherheitsgarant Taiwans? Weil es ist ja tatsächlich so, dass ein Krieg in Taiwan ja wirklich sowohl die USA als auch China erstmal wirtschaftlich ihren Unternehmen einen großen Schaden zufügen würde, erstmal in große Schwierigkeiten bringen würde, einerseits. Andererseits kann man ja schon sagen, dass so ein bürgerlicher Nationalstaat halt nicht eine Unternehmensführung ist. Der ist ja nur dafür verantwortlich, sozusagen für Bedingungen zu sorgen, in denen ihre Unternehmen erfolgreich oder ihre Nation als Standortverwalter von Kapital erfolgreich gegen andere Nationen konkurrieren kann. Also
da ist dann die Frage, inwiefern dieses wirtschaftliche Friedensideal wirklich langfristig nachhaltig funktionieren kann oder ob da China oder die USA nicht doch halt vielleicht erstmal auch mal in gewissen Momenten andere Interessen haben und dann auch mal auf die Wirtschaft scheißen können, bereit sind, einen ökonomischen Preis zu zahlen, um andere Interessen durchzusetzen. So, vielleicht so mit diesem kurzen Beitrag so ein bisschen die Frage, wie verhalten sie sich denn jetzt, die USA und China? Also was du so eben angedeutet hast, ich glaube, dass derzeit das tatsächlich so ist, dass weder die Regierungen in Beijing noch in Washington tatsächlich leichtfertig eine kriegerische Auseinandersetzung in Taiwan riskieren würde und damit halt eben auch die wirtschaftlichen Auswirkungen, die gravierenden Auswirkungen auf die Weltwirtschaft. Ob das weiterhin so bleibt oder eine Situation entsteht, wie du sagst, wo die halt sagen, scheiß drauf, wir riskieren es oder so, das mag ich nicht vorhersagen. Im Moment wird es halt nicht so diskutiert, zumindest nicht öffentlich so diskutiert. Was öffentlich diskutiert wird und was man halt sieht, da sieht man auch nochmal den Zusammenhang staatlicher Politik und also auch staatlicher Industriepolitik der kapitalistischen, der entscheidenden kapitalistischen Säulenindustrien, ist das sowohl in China als auch in den USA, die Regime halt versuchen, eine eigene Halbleiterindustrie auf den Weg zu bringen oder aufzubauen. Das gibt es auch in Europa, diese Versuche. Beide Länder, also China und die USA, investieren halt viel in neue Projekte, Forschungsprojekte, aber auch Industrieprojekte, um den Vorsprung Taiwans bei den schnellsten Halbleitern aufzuholen. Interessanterweise gibt es in den USA, Japan und Deutschland auch Versuche, zusammen mit TSMC neue Halbleiterfabriken aufzubauen, also in Deutschland, in Dresden, in den USA, in Phoenix. Bei Phoenix ist interessant, das geht also durch die Presse, die haben halt enorme Probleme. Also da ist es überhaupt nicht vorgesehen, da jetzt irgendwie einen Großteil dieser neuen Generation herzustellen. Es geht erstmal überhaupt darum, überhaupt es zu schaffen, diese schnellen Halbleiter herzustellen. Und die haben halt enorme Probleme, das hinzubekommen. Das geht halt auch so durch die bürgerliche Presse, weil sie haben nicht genug Technikerinnen, dann müssen sie Technikerinnen aus Taiwan holen. Dann fehlen ihnen die fehlen irgendwie Kenntnisse, bestimmte Maschinen zu bedienen und so weiter. Also es dürfte Jahre dauern. Da gibt es unterschiedliche Schätzungen, ein Jahrzehnt, manche sagen 5 Jahre, bis Unternehmen in anderen Ländern überhaupt in der Lage sind, den Vorsprung Taiwans irgendwie zu verringern. Und es kann auch sein, sie schaffen es überhaupt nicht. Also das ist sehr offen, aber auf jeden Fall gibt es diese Versuche. Während Taiwan natürlich umgekehrt ein Interesse hat, den Vorsprung zu halten und den Großteil der Produktion dieser modernsten Halbleiter auf der Insel zu belassen. Also auch wenn jetzt es in anderen Ländern diese Versuche gibt, unterstützt natürlich die taiwanische Regierung auch massiv, weiterhin massiv diese Industrie. Und auch TSMC arbeitet eng mit der taiwanischen Regierung zusammen natürlich. Ja, sehr, sehr interessant. Wir sind jetzt fast mit der vollen Stunde da. Ich denke, das passt soweit. Aber was denkst du denn? Vielleicht hast du ein paar abschließende Worte für uns. Was ist denn der Ausblick Taiwans? Inwiefern verteidigt Taiwan seine Souveränität mit ihrem Wissensvorsprung in der Halbleiterindustrie? Und ja, wie wird uns dieser Konflikt noch so begleiten? Also was ja oft in den Debatten so die bestimmende Frage ist, ob es quasi eine geopolitische Zuspitzung, einen neuen Weltkrieg gibt, der seinen Anfang in Taiwan oder um Taiwan und die Taiwan-Frage finden könnte. Das ist natürlich auch eine wichtige, also ist eine entscheidende Frage, eine wichtige Frage.
Die wird natürlich auch in Taiwan diskutiert, aber halt auch woanders. Erstmal muss man, glaube ich, festhalten, dass die chinesische Regierung unter Xi Jinping aller Voraussicht nach ihren Anspruch auf Taiwan nicht aufgeben wird. Also das alles, was von der Seite dazu kommt, also auch jetzt kürzlich im Moment gibt es ja die Sitzung des chinesischen Parlaments, des Nationalen Volkskongresses in Beijing. In dem Zusammenhang gibt es dann auch Verlautbarungen der Regierung, und es ist völlig klar, dass Taiwan dann immer betont wird, dass also von der chinesischen Regierung betont wird, den Anspruch behalten wir aufrecht. Zur Not gibt es auch eine militärische Lösung. Und ob das dann wirklich so kommt, hängt auch von den innenpolitischen Entwicklungen in China ab, also nicht nur den wirtschaftlichen Krisen dort, sondern auch den sozialen Krisen und den Auseinandersetzungen, natürlich dann auch mit den USA und wie das dort weitergeht. Wir müssen aber festhalten, es ist schon denkbar, dass es eine kriegerische Eskalation geben könnte. Und die letzten Zuspitzungen, wie beim Pelosi-Besuch zum Beispiel, die haben halt zu ausgedehnten Militärmanövern Chinas um die Insel geführt, bei denen eine Seeblockade geprobt wurde. Und das, ne, deswegen ist erstmal davon auszugehen, dass die erste Eskalationsstufe jetzt nicht unbedingt Raketenangriffe, also nicht Ukraine-Szenario mit Angriffen von Luftverbänden und so weiter auf die Hauptstadt beginnen würde, sondern mit einer Seeblockade der Insel, die dann auch empfindliche Folgen hätte. Also auch was jetzt bestimmte Güter angeht, die in Taiwan produziert werden. Ob und wann das stattfindet, ist völlig unklar. Es gibt Leute, ne, auch so Militärstrategen in den USA, die sagen, es kann jederzeit passieren. Andere sagen, nee, China ist nicht so weit, erst in 10 Jahren. Das sind alles Spekulationen. Aus der Sicht der USA wiederum, ne, ist ja jetzt die andere Perspektive, die ja oft ausgelassen wird in der Debatte. Also dann wird Taiwan nur als demokratische Insel oder demokratischer Staat genannt, aber natürlich spielt für die USA, also die es dann zu verteidigen gilt aus der Sicht der US-Regierung und anderer verbündeter Regierung. Aber natürlich spielt das, ne, was jetzt in Taiwan ist, also ob es da eine sogenannte demokratische Regierung gibt oder nicht, eigentlich nicht die entscheidende Rolle, sondern aus Sicht der USA geht es natürlich um den Hegemonialanspruch in Ostasien. Die Verteidigung dieser Hegemonialposition, die USA dort hat. Und dann ist die Frage halt, ob die USA oder die US-Führung bereit ist, eine kriegerische Auseinandersetzung mit China an diesem Punkt zu riskieren. Und das wiederum hängt, das hatte ich schon vorhin erwähnt, auch von innenpolitischen Auseinandersetzungen in den USA selbst ab, wo sich die herrschende Klasse ja zunehmend uneinig ist, welche Rolle die USA weltweit spielen soll. Und da werden auch die Wahlen jetzt im Herbst in den USA könnten da möglicherweise auch zu einer Weichenänderung, eine Änderung der Weichenstellung führen. Müssen sie nicht, könnten sie. Was Taiwan angeht, und ich höre da jetzt auch bewusst mit Taiwan auf, weil ich denke, das geht dann oft unter. Ja, ich meine, USA ist auch interessant jetzt mit den Wahlen. Eigentlich haben wir das noch so ein bisschen ausgelassen, was so die Unterschiede zwischen Biden oder Trump in der Außenpolitik sein könnten, was jetzt die Position zu China betrifft. Gut, wenn Biden, also die Demokratische Partei und Biden die Präsidentschaftswahlen gewinnen sollten, was ja nicht klar ist, aber natürlich möglich, wird es halt eine Fortsetzung geben dessen, was wir jetzt sehen. Was unter einer Regierung Trump passieren würde, wissen wir nicht. Also das, ne, also wie ich vorhin sagte, Trump hat im Prinzip erstmal die Konfrontation oder den Fokus auf Asien, den Obama schon veranlasst hat, fortgesetzt hat, also auch diesen Fokus eingenommen hat, dann den Handelskrieg gestartet. Also das ist völlig unklar, was natürlich auch dazu gehört, dass niemand weiß, was unter einer Regierung Trump jetzt passiert, also zwischen
in politischer Verschärfung in den USA selber, also bis hin zu auch Verwerfung innerhalb der NATO und so, ist ja alles denkbar. Aber es kann halt auch sein, dass eine Trump-Regierung letztendlich dann doch wieder den Staffelstab aufnimmt und die Konfrontation mit China oder auch mit Russland dann doch fortsetzt. Das wissen wir jetzt nicht, ne? Das ist offen. Was Taiwan angeht, jetzt komme ich doch zu Taiwan, okay. Ich glaube, also wir müssen erstmal festhalten, also auch aus einer linken Perspektive, Taiwan ist ein kapitalistisches Land mit großer sozialer Ungleichheit, einem rassistischen Migrationsregime gegenüber den vielen südostasiatischen Wanderarbeiterinnen. Also deswegen bin ich ja auch so oft in Taiwan, weil ich halt an der Untersuchung eben dieses Migrationsregimes und der Situation und Kämpfe der südostasiatischen, vor allem der indonesischen Wanderarbeiterin hier teilnehme. Und dazu kommt noch ein rassistisches Regime gegenüber den Indigenen. Also muss man, das wird auch oft dann immer nicht erwähnt. Also letztendlich ist Taiwan ja stolen land, also gestohlenes Land. Also ähnlich jetzt wie Neuseeland oder die USA, die chinesischen Bewohnerinnen, die Mehrheit hier, ne, das sind alles Leute, die sind aus China hier eingewandert in den letzten Jahrzehnten oder letzten Jahrhunderten und haben die Insel übernommen und die Indigenen halt verdrängt. Zum Teil ausgerottet, zum Teil, sie werden stark diskriminiert, auch rassistisch diskriminiert. Und dazu kommen noch andere soziale Widersprüche. Ich mache das jetzt ein bisschen kürzer. Und eine Änderung, eine Übernahme durch China würde aber keines dieser Widersprüche lösen. Also nichts wäre dadurch gewonnen, was diese Gruppen, also Arbeiterinnen, Migrantinnen, Indigene angeht, sondern aller Voraussicht nach würde eine Übernahme durch China einfach weitere Probleme hinzufügen. Es wäre eine erneute Kolonisierung der Insel, eine erneute Fremdherrschaft und würde dann halt weitere soziale Zuspitzungen und Konfrontationen bedeuten. Und auch die Situation von linken und feministischen Gruppen oder sozialen Bewegungen von unten würde sich halt dann verschärfen. Ich habe das eben schon angedeutet, weil sie ja im Prinzip dieselbe Repression erwarten würde, die solche Gruppen und Bewegungen auch in der Volksrepublik China schon erfahren. Und die Mehrheit der Leute, habe ich ja auch schon erwähnt, ist halt in Taiwan, ist auf jeden Fall nicht, also ist dagegen eine Übernahme durch China, insbesondere junge Leute, die sich, für die ist auch, also diese, was ich eben angedeutet habe, die Herkunft ihrer Familien vom Festland, die Jahrzehnte oder Jahrhunderte zurückliegt, die bedeutet denen halt wenig. Und sie stehen einer politischen Herrschaft der Kommunistischen Partei in Taiwan, was ja eine Zunahme der Kontrolle und Gängelung bedeuten würde, halt kritisch gegenüber. Und letztendlich sollten diese jungen Leute aber entscheiden, also selbst entscheiden, wohin sich Taiwan bewegen soll. Also sie sollten es entscheiden und nicht Geostrategen oder kapitalistische Interessenträger in Beijing oder Washington. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Vielen Dank, Ralf, für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ich hoffe, es war für euch alle sehr interessant. Genau. Ja, vielen Dank dir für die Einladung und die Gelegenheit zu sprechen. Ja, sehr gerne. Hat echt Spaß gemacht. Ich fand es mega interessant. Genau. Und ja, nochmal zum Abschluss. Also jetzt kommt also das Buch, also die deutsche Version des Buches, Der kommunistische Weg in den Kapitalismus, wie soziale Unruhen und deren Eindämmung die Entwicklung Chinas seit 1949 vorantreiben, frisch raus im Kalditz Verlag. Genau, du hast jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Auftritte oder Auftritt im März in Deutschland. Falls du was im Kopf hast, sag's gerne. Ich habe gerade bloß auf der Leipziger Buchmesse schnell was gefunden im Internet von dir. Wann ist das? 23. Genau. März? Falls Leute dich live sehen wollen. Hast du noch was im 23. Kopf, was du ankündigen kannst? 23. März bin ich sowohl auf der Buchmesse, also auf dem Messegelände, als auch im Haus der Demokratie in Leipzig. Ich spreche über beide Bücher tatsächlich, nicht nur über das Neue, sondern auch über das andere, was wir vielleicht nochmal besprechen wollen hier.
die Linke in China, dann wird es Veranstaltungen in Bielefeld und Saarbrücken geben und im Anfang April auch in Berlin. In Berlin, im Mehringhof, da wird es tatsächlich auch um ein Thema gehen, um das Thema gehen, was wir heute hier schon diskutiert haben. Achso, und in Hamburg, Ende April, wird es auch in Hamburg in der Roten Flora noch eine Veranstaltung geben. Alles klar, wunderbar. Dann wisst ihr Bescheid und ja, macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Wir brauchen eure Hilfe. Wenn euch dieses Video gefallen hat, klickt auf Like, abonniert den Kanal und vergesst nicht, das Glöckchen zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet, wenn wir neuen Content droppen. Außerdem solltet ihr uns überall folgen, wo wir verfügbar sind. Das ist Facebook, Instagram, Twitter und Twitch. Und wenn wir irgendwelche Ankündigungen machen oder Posts, dann shared, was das Zeug hält. Gebt uns all eure Liebe. Wir haben mittlerweile ziemlich signifikante Kosten. Wenn ihr es euch irgendwie leisten könnt, unterstützt uns doch auf Patreon. Dann kommt ihr auch in den Genuss verschiedener Vorteile, wie zum Beispiel Zugang zu unserer Discord-Community oder Zugang zu den ultrageheimen Patreon-Episoden, die wir dort posten. Außerdem könnt ihr uns natürlich auch über PayPal Spenden zukommen lassen. Außerdem haben wir mittlerweile einen eigenen Online-Shop. Das heißt, wenn ihr euch immer noch fragt, was ihr euren Lieben zu Weihnachten, Ostern oder sonst wie schenken könnt, geht dorthin und kauft duftes Merch. Alle Links dazu hier in der Beschreibung oder auch auf unserer Webseite 99zu1.de. Vielen Dank fürs Dabeisein, danke für die Unterstützung und wir sehen uns in diesem Theater.